Geschichte erzählen. Ich habe hier einen 50-Euro-Schein mitgebracht. Ist keine Fangfrage. Wer wird den gern geschenkt haben? Okay, wenn ich diesen 50-Euro-Schein zusammenfalte, wie viel ist er jetzt wert? 50 Euro. Wer wird den dann geschenkt nehmen wollen? Okay, wenn ich auf dem rumtrample, wie viel ist er jetzt wert? Wer wird den geschenkt nehmen wollen? Okay, wenn ich den so ein bisschen... Wie viel ist er jetzt wert? Wie viel ist er wert? Wer wird den geschenkt nehmen wollen? Okay, wenn ich den in ein Louis Vuitton-Portemonnaie reinstecke, wie viel ist er jetzt wert? 50 Euro. Wer wird den dann geschenkt nehmen wollen? Cool. Wenn ich daraus ein Papierflugzeug bastle und werfe das so in den Raum, wie viel ist es dann wert? 50 Euro. Wisst ihr, bei so einem Geldschein ist uns das klar. Egal, wie wir mit dem umgehen, der behält seinen Wert. Ob ich den zusammenknülle, der bleibt in seinem Wert. Ob ich auf dem rumtrample, er behält seinen Wert. Ob ich den wie Dreck behandle, er behält seinen Wert. Wenn andere Menschen auf uns rumtrampeln, uns wie Dreck behandeln, dann denken wir, wir sind weniger wert. Bei so einem Geldschein ist uns das klar. Der behält seinen Wert, egal wie ich mit dem umgehe. Wenn ich den in einen Louis Vuitton-Portemonnaie reinstecke, behält er seinen Wert. Wir denken, wenn ich bestimmte Anzüge bestimmter Marken trage, dann bin ich mehr wert. Was für ein Bullshit. Wir denken, dieser Geldschein, wenn ich daraus ein Flugzeug bastle und das umherwerfe, dann hat er immer noch 50 Euro Wert. Der behält seinen Wert, egal was dieser 50-Euro-Schein leistet. Wir denken, wenn wir besondere Dinge tun, dann sind wir mehr wert oder weniger wert, wenn wir es halt nicht leisten. Leute, ihr seid immer wertvoll. Sag es dir so oft wie möglich, denn es ist dein Leben.